Name ist Christian Walter von TradeBowler und sehr häufig bekommen wir die Frage gestellt, gerade von Einsteigern, welcher Markt ist denn für mich der beste zum Trading oder zum Investieren? Und wir möchten heute gerne mal die 4, 5 Märkte, würde ich sagen, vorstellen mit den Vor- und Nachteilen. Also zuallererst haben wir den Währungshandel. Währungshandel bietet natürlich einen Vorteil. Durch den Hebeleffekt können Sie mit relativ kleinen Budget, kleinen Konten schon anfangen zu traden. Sie haben keine Beschränkung, was den Intraday-Handel anbelangt. Also man kann so viele Trades pro Tag machen, wie man möchte. Und wie erwähnt, halt das auch bereits mit kleineren Konten durch die Hebelwirkung. Und man hat natürlich die Möglichkeit, hier 24 Stunden am Tag zu handeln, da der Währungshandel ja von Montag bis Freitag durchgängig geht. Das zum Währungshandel. Zum einen, sie sind natürlich dort festgelegt auf, je nach Anbieter, 23 bis 25 Währungspaaren. Hier ist immer darauf zu achten, auch die aktuelle Zinslage, in welcher Währung man Zinsen bekommt, gerade wenn man sie länger hält. Das sollte vielleicht noch mit zu berücksichtigen sein. Und der nächste Bereich, ich glaube auch der für die meisten am Anfang interessant ist, der Aktienbereich. Da hat man natürlich die größte Auswahl von Titeln, würde ich jetzt mal behaupten. Schon länderspezifisch haben sie da sehr viele Möglichkeiten. Man braucht aber hier sicherlich größere Konten, um dann auch dementsprechend Positionen oder mehrere Positionen mit zu eröffnen. Hier ist es ganz wichtig, dass es eine Beschränkung für das sogenannte Daytrading gibt. Also alle Konten, die unter 25.000 US-Dollar liegen, sind in der Regel nicht berechtigt, Daytrading zu betreiben. Jedenfalls nicht auf den Originalprodukten der Aktien. Da gibt es meistens nur 3 Daytrades, die man pro Woche tätigen kann. Man hat aber auch hier bei vielen Konten die Möglichkeit, mit Margin zu arbeiten, also mit einem Hebel, dass sie über ihr Eigenkapital hinausgehen können. Was man natürlich dann auch braucht, wenn man Leerverkäufe tätigen möchte, braucht man halt ein zwangsläufiges Margin-Konto. Und ansonsten halt hier klar verteilt die Auswahl. Man hat viel mehr Nachrichten, die man sich auch sondieren kann für einzelne Titel. Nachteil, man braucht halt etwas höheres Budget, um dann auch dementsprechend mehrere Positionen dementsprechend mitzuhandeln. Dann Future Trading, da hat man sicherlich viele, die auch mit automatisierten Strategien arbeiten. Future kann man ja auf Indizes, auf Rohstoffe sowie auch auf Währungen handeln. Dafür ist es auch zwangsläufig notwendig, eine Margin zu haben, also ein Margin-Konto. Sonst ist man nicht in der Lage, Future-Trading zu betreiben. Durch die Mikro-Futures oder auch Mini-Futures ist es mittlerweile auch möglich, mit kleinerem Kapital dort in den Märkten zu investieren. So, dass es eigentlich mittlerweile auch für Kleininvestoren möglich ist, im Future-Handel gerade über die Mikrokontrakte zu investieren. Und würde ich gerade bei Rohstoffen sowie bei Indizes allen anderen Sachen bevorzugen. Sie können hierzu auch andere Videos auf unserem YouTube-Kanal sich anschauen, wo wir genau diese Themen im Future-Handel aufgegriffen haben, gerade Vorteile und Nachteile zum ETF-Handel. Deswegen reiner Future-Handel für Indizes sowie für Rohstoffe, von der Liquidität, von der Transparenz am besten, also keine versteckten Kosten. Sie haben, wie gesagt, sehr, sehr hohes Volumen bei vielen Titeln und es ist auch ein fairer Markt, weil sie direkt am Markt sind und nicht irgendwo den Emittenten dazwischen geschalten haben. Und da kommen wir eigentlich zum letzten Produkt, was wir hier noch mit erwähnen möchten, den CFD-Handel. CFD-Handel bietet einen Vorteil, man kann hier Intraday-Handel betreiben, auch wenn man quasi nicht diese 25.000 US-Dollar hat. Hier ist aber ganz wichtig zu wissen, ein Vorteil, man braucht weniger Budget als bei den Aktien häufig, aber sie haben versteckte Kosten. Selbst Intraday werden Zinsen teilweise fällig, die jetzt durch die Hebel- oder Margin-Wirkung auch mit auftreten. Und sie sind oft natürlich auch ein Stück weit den jeweiligen Emittenten ausgeliefert. Deswegen CFD-Handel, würde ich sagen, mehr Nachteile als Vorteile teilweise. Da würde ich eher auf die Futures und Aktien gehen. Und ein Punkt noch ganz zuletzt, bevor ich ihn vergesse, unser Steckenpferd natürlich der Optionshandel. Der bietet sehr, sehr viele Vorteile, weil Sie auch mit kleinen Budget hier arbeiten können. Und auch bei Seitwärtsbewegungen, wo Sie eine Aktie selbst gar nicht mehr verdienen können, gibt es die Möglichkeit, wirklich im Optionshandel sehr, sehr viele Strategien für jede Marktphasen durchzuführen. Aber hier muss man ganz klar sagen, gibt es natürlich sehr viel Know-how, was Sie sich vorab aneignen müssen. Und
dazu empfehle ich Ihnen einfach, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, sodass Sie hier keine Informationen verpassen. Schauen Sie auf unsere Webseite, da finden Sie wirklich sehr vieles zum Optionshandel und wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei einem der nächsten Webinare